Hello. Hey, Lope. How are you? It just rained here, so shortly before. It was pouring down like crazy. Now it's over again. We have sun. So for once it's not working on the car today. Or yesterday. Yeah, yesterday I did. But today is not working on the car. And also not tomorrow, but on Monday it will do again. Because the ordered parts actually arrived. So yeah, so here we have a golf course, but it's not used. I think because it rains. Somehow I can't see what's the jet, what's going on, so I think it's broken again. Look if it's working or not. No, it's working. I actually changed the write me, he can now write me. I was trying out to maximize the output of 4. So it's 1080p connection right now, so I'm not sure if it's working or not.
The next step will be I will try to push the FPS up, frames per second to 30 instead of 24 with that settings. It rained, I forgot to close the window from the car, and therefore I have some wet seats. Crap. Sure if what you see or what you don't see. If it's even working or not, I have no clue. Really, so I have no clue if it's working or not. It's a little bit the downside sometimes. Yeah.
play messages. So if someone writes me something, I should be able to read it now. Jetzt gegen den Cliff Berater, dann soll sich doch bewerben auf 0848-300-333. Weiter geht's, sind jetzt auf SRF 3. It's a blue sky, but still water dripping. Let's go.
aus Stargate featuring Golden. Be right here, da bei SRF 3. Und die einen hocken bei uns im Studio und spielen bei der Wochenrundshow mit, wie zum Beispiel der Stylist und der Experte, der Clifford Lilly. Er ist wieder unser Gast. Und andere, die sind gerade auf dem Buchweg von der Hundeschule. Wie unser Kandidat, den wir jetzt in der Leitung haben, Kevin aus Rotkreuz 29. Du kommst jetzt gerade von der Hundeschule zu, das habe ich richtig verstanden. Kevin. Und mit welchem Hund bist du denn in die Hundeschule gegangen? Der Hund heißt Evi. Evi? Ja, Evi, genau. Hund ist ein Kodenländer. Der hier. Ein bisschen wie der Hund bei Hunderassen. Kann man sagen. Eine kleine Version von einem Schäferhund. Für die Hundenexperten und für alle anderen. Es ist ein herziger Hund, so, oder? Sehr gut, sehr gut. Jetzt aber gibt es nichts mehr mit Hundeschule und Evi, sondern jetzt gibt es eine Stimme rückwärts zu erkennen. Und zwar kriegt ihr jetzt eine Stimme, die diese Woche in den News gesehen ist, und zwar rückwärts. Dann kriegt ihr drei Auswahlmöglichkeiten und könnt euch festlegen, welche von diesen drei Optionen das sollen sein. Tönt ein bisschen wie eine Alien-Botschaft, ist aber tatsächlich ein Mensch. Jetzt nicht wüsst, weil es wach wüsst, du wüsst, das Haken gerüst, und ist nicht so wohnen, nicht der Wurm. So, du darfst noch nichts sagen. Clifford. Und zwar haben wir jetzt drei Möglichkeiten, wer das könnte sein. Ist es entweder A, die Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Nachdem letzten Sonntag die Teilrevision vom Waffenrecht angenommen worden ist, hat sie in den Medien gesagt, man bemühe sich um den Schutz und die Sicherheit der Menschen in der Schweiz, ohne Tradition vom Schiesswesen in Frage zu stellen. Ist es B, die Schauspielerin Carol Schuller. Die Winterthurin ist eins von den zwei Gesichtern, die beim neuen Schweizer Tatort wird gesehen sein. Sie sagt, es sei das erste Mal, dass sie eine Polizistin spiele, sonst sei sie eher auf die verrückte Rolle und gebrochene Gestalten abonniert. Oder ist es C, die noch Premierministerin vom Vereinigten Königreich, Theresa May. Sie hat gestern ihren Rücktritt auf 7. Juni angekündigt und dabei unter Tränen gesagt, sie würde das ohne böse Gefühl machen, sondern sie sich stolz und dankbar die Möglichkeit gehabt zu haben, im Land zu dienen, wo sie so sehr liebt. Wrong direction. A, B oder C. Always the wrong direction. Beide sagen C. Ja. Genau. Also, dann hören wir doch mal rein. I will shortly leave the job that has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Was verrät zum Schluss? Beide richtig. Natürlich, beide richtig gesehen. Ich gratuliere euch schon mal. Geht für euch noch so eine kleine Fanfare hinterher. Und somit gibt es noch eine Entscheidungsrunde, wo wir gerade noch machen. Nochmal schnell einen Song hören, nämlich die Ärzte schreien nach Liebe, den Klassiker. Und danach gibt es die Entscheidung zwischen Kevin und dem Clifford Lilly.
keinen interessieren, weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Deine Gewalt ist nur ein Schummerschrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich auf sie zu polieren. Und noch einen schönen Kraftausdruck in der Mitte, oder? Und die Sau auslassen. Genau. Und wenn wir es schon von den Arschlöchern haben, vielleicht hat auch unser Hörer zwei, drei gesehen. Er kommt nämlich gerade von der Hundeschule zurück. Kevin aus Nordkitz, 29, und Clifford und Kevin sind beide richtig gelegen bei unserem Spiel Retour in der Wochenrundshow und gehen somit jetzt in eine Entscheidungsrunde. Ein Stechen, das entscheiden soll, wer die Runde jetzt tatsächlich gewinnt. Vorher haben wir eine Stimme rückwärts gehört, jetzt gehört der eine vorwärts und jetzt zählt, der schneller gewinnt. Das heisst, der, der zuerst die richtige Antwort reinruft, gewinnt die Runde. Wer ist die Stimme da? Muss ich aber sagen, wenn jetzt hier noch ein bisschen tatsächlich. Deutsche Feder vor dem Turnierstart und Clifford, du bist eine Millisekunde schneller gesehen. Es tut mir sehr leid, Kevin, es tut mir sehr leid. Ja. Und somit geht der Punkt an Clifford. 3-1 in der Gesamtbilanz. Aber es ist knapp gewesen, Kevin. Also wirklich, man hat es fast angekriegt, dass du den Punkt für die Hörerinnen und Hörer reingeholt hast. Und Clifford schaut jetzt einfach.